Danke für die nette Begrüßung. Dankeschön, Herbert, für die nette Einleitung. Auch in meinem Namen einen schönen Abend und einen hoffentlich aufschlussreichen Vortrag für Sie. Ich darf gleich Vorstellung meiner Person überspringen. Das haben wir ja gerade auch gehört. Ich bin am Institut für Umweltrecht und am Institut für Zivilrecht und habe mich also zu Unterlassungsansprüchen habilitiert. Ein Thema, das nicht nur, aber auch im Nachbarrecht eben besondere Relevanz hat. Ich bin Professorin für Umweltprivatrecht an der Johannes Kepler Universität. Zum Umweltprivatrecht gehört nicht nur das Nachbarrecht, aber doch ist es das wohl bekannteste Teilausschnitt. Zum Umweltprivatrecht gehört noch das Emissionsschutzrecht generell, sehr viel Umweltrecht, Umwelthaftungsrecht, Klimaschutzrecht, Naturgefahrenrecht. Einige der Entscheidungen, die ich heute hier besprechen werde, haben Bezug zu Naturgefahren, Gentechnikrecht, Umweltmedizinrecht. Auch das werden wir hier im Folgenden hören. Viele Belastungen des Nachbarn sind ja nicht nur Belastungen, die Umwelt betreffen, sondern wohl auch in Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein, beziehungsweise sogar nachgewiesenermaßen gesundheitsschädlich sind. Dann Verkehrs- und Energierecht und Risikoforschung, insbesondere Atomhaftungsrecht. Ich möchte also dann zu meinem Vortrag übergehen. Ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht allzu sehr, wenn ich hier jetzt wirklich auch einen Überblick über dieses Rechtsgebiet geben möchte und nicht sozusagen nur, Herbert, du hast das RTL-Stoff genannt, aber ich möchte hier mit Ihnen auch die Rechtsmaterie durchgehen und stehe dann selbstverständlich für Fragen und Diskussion zur Verfügung, sollten noch Fragen bleiben. Um das Ganze anschaulich zu halten, habe ich das anhand aktueller Fälle, anhand aktueller OGH-Entscheidung aufgearbeitet. Das heißt also, ich habe mit Ihnen die neueste Rechtsprechung heute vor zu besprechen. Wir kommen also zum ersten Punkt, das ist der Unterlassungsanspruch. Wenn wir es mit nachbarrechtlichen Ansprüchen zu tun haben, das kennen Sie alle, dann möchten Sie entweder etwas verhindern, etwas für die Zukunft unterbinden oder es ist etwas passiert, Sie möchten also restitutorisch vorgehen, Sie möchten also Schadenersatz bekommen. Und die Schadenersatzansprüche behandeln wir dann in der folgenden. Wir sprechen von Eingriffshaftung oder Gefährdungshaftung. Nachbarrecht ist also präventiver Rechtsschutz und Schadenersatz. Wir kommen also zum Unterlassungsanspruch. Zweck des Unterlassungsanspruchs ist die Abwehr von Störungen. Hier haben wir also vorbeugende Abwehr von faktischen Störungen oder Rechtsanmaßungen, wenn etwa Steine, grobkörperliche Stoffe, aber auch Tiere, Hunde oder Katzen auf ihr Grund gelangen, dann können sie das auf ihr Grundstück gelangen, können sie das abwehren. Sie sehen hier auch die Anspruchsgrundlagen dazu, Paragraph 354. Für jegliche faktische Störung brauchen Sie als Liegenschaftseigentümer nicht zu dulden. Daneben gibt es dann auch noch Spezialbestimmungen zu diesem Unterlassungsanspruch. Sie haben einen Unterlassungsanspruch bei Schattenwurf von Pflanzen. Dieser Unterlassungsanspruch ist neu, den gibt es erst seit 2004. Es geht also hier um etwas, was man nicht greifen kann, wie etwas grobkörperliches im vorhin genannten, ein Tier oder einen Stein, sondern es geht um den Entzug. Der Gesetzgeber hat den Schatten genannt als Entzug von Licht und Luft. Und diesen Entzug von Licht und Luft, also diesen Schattenwurf, kann man untersagen. Es ist irgendwie grotesk, dass einem Luft entzogen werden kann oder Licht entzogen werden kann, aber ich glaube, worum es geht, ist in diesem Begriff ganz deutlich. Dann gibt es, und das ist auch ein Problem der letzten Vergangenheit geworden, wir alle kennen die Problematik der Hochwässer in der Vergangenheit und wir alle haben gelernt, wir müssen uns selbst schützen. Wenn also das Hochwasser eingetreten ist, ist es zu spät, wir alle sollen schauen, dass wir so gut wie möglich unser Hab und Gut vor diesen Ereignissen schützen. Die Situation ist aber die, dass Wasser immer irgendwo hin muss und alles, was der eine sozusagen vorbeugend macht, ist für den anderen dann wiederum nachteilig. Das ist also, den Fall werden wir dann gleich sehen, Paragraph 413 verbietet, dass ein Ufereigentümer zu Lasten des anderen Ufereigentümers Maßnahmen setzt. Wenn ich also auf meinem eigenen Grundstück das Ufer eines Flusses reguliere,
kann das Folgen für das gegenüberliegende Grundstück haben. Und das ist eben verboten. Jegliche Veränderung der natürlichen Abflussverhältnisse ist verboten. Wenn ich Grenzmauern ziehe, um mich selbst zu schützen, dann ist das ein Problem, dass das Wasser ja irgendwo hin muss und ich damit also möglicherweise fremde Rechte beeinträchtige. Und dann also die klassische Situation, der Unterlassungsanspruch bei Immissionen, was wir früher landläufig unter Geruch, Rauch, Lärm gehört haben, ist jetzt schon ein bisschen diffiziler. Es geht um Schwingungen und Wohngifte. Das sind Dinge, die mit denen sich der oberste Gerichtshof beschäftigt, um Fragen des sogenannten Sick Building Syndroms, also krankmachende Gebäude oder erneuerbare Energieträger sind ja ein Thema für uns alle. Aber was passiert, wenn ich Erdwärmesonden in die Erde bohre? Da kommt es nämlich oder kann es kommen zur Senkung des Grundwasserspiegels. Und diese Probleme sind jetzt aktuelle Probleme des Paragraph 364 Absatz 2. Es geht um Erschütterungen, um den Unterlassungsanspruch bei Emissionen. Wir nennen das als das mittelbare Eindringen unwägbarer Stoffe. Also alles, was wir nicht sehen, was aber doch irgendwie zu Veränderungen führt. Lärm braucht ein Medium, Geruch braucht ein Medium, Schwingungen brauchen ein Medium und so weiter. Das sind also jetzt die Anspruchsgrundlagen und ich möchte da gleich zum ersten Fall mit Ihnen gehen. Da geht es nämlich, wir sind bei dem Anspruch Abwehr von faktischen Störungen um ein wohl im städtischen Gebiet häufig anzutreffendes Problem. In diesem Fall ging es um Wohnungseigentümern zweier benachbarter eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Ein Wohnungseigentümer hatte sein Objekt an eine Mieterin vermietet. Und diese Mieterin hat irgendetwas gegen den anderen Nachbarn auszusetzen gehabt. Sie hat ihn verdächtigt, nämlich in concreto, Sie sehen es hier haben wir die zwei Wohnungseigentümer. Und der eine Wohnungseigentümer vermietet eben seine Wohnung an eine Mieterin. Und diese Mieterin sitzt also in einer Eigentumswohnung und verdächtigt den anderen Wohnungseigentümer, dass er ihr den Briefkasten zuschweißt, dass er sie bestiehlt und so weiter. Und es geht auch so weit, dass Polizeiermittlungen eintreten. Und das Ermittlungsverfahren bei der Polizei verläuft aber im Sand, sodass summa summarum nur eines übrig bleibt, eine Verleumdung des anderen Wohnungseigentümers. Dieser Wohnungseigentümer geht jetzt nicht nur her und sagt, ich bin verleumdet, sondern verlangt vom anderen Vermieter, vom anderen Wohnungseigentümer, kündige deine Mieterin. Die stört mich, die verleumdet mich. Und der empfindet tatsächlich diese Polizeieinsätze als unangenehm. Das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Es ist unangenehm, wenn die Polizei ständig bei einem läutet und man eigentlich nichts getan hat oder nichts Nachweisliches getan hat. Und der Kläger begehrt also jetzt vom beklagten Wohnungseigentümer die Auflösung des Mietverhältnisses. Man könnte jetzt sagen, ja, der kann ja gar nichts dafür, der andere, der Vermieter kann ja gar nichts dafür. Das ist halt die Mieterin, die stört. Nein, so ist es nämlich nicht. Wenn man sich solche Mieter sozusagen in die Wohnung setzt, dann haftet man auch für die. Der Oberste Gerichtshof bejaht nach in ständiger Rechtsprechung die Haftung des Wohnungseigentümers, wenn Störungen von dessen Mieterin ausgehen. Das heißt also, der Oberste Gerichtshof sagt, passiv legitimiert ist nicht nur derjenige, der selbst stört, sondern auch derjenige, der Dritte, der die Voraussetzungen schafft, dass ein Dritter eine störende Handlung begehen kann. Und in diesem Fall also lag also tatsächlich eine Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten durch die störende Mieterin vor, sodass also an sich die Unterlassungsklage zu Recht bestünde. Die Mieterin müsste ausziehen. Allerdings hat die ohne dies nur einen befristeten Mietvertrag gehabt und im Zeitpunkt, wo die Entscheidung entscheidungsreif war, war die schon so gut wie draußen. Das heißt also, letztlich kam es dann zur Abweisung der Klage, aber nicht, weil das Klagebegehren unberechtigt wäre, sondern weil der Mietvertrag schon so gut wie aufgelöst war. Diese Entscheidung ist meines Erachtens auch zuzustimmen. Es besteht also eine Verantwortlichkeit des vermietenden Eigentümers. Man spricht da von der Zustandsstörerhaftung für alle Störungen, die von seinem Grundstück ausgehen. Wir kommen dann zur zweiten Situation des Unterlassungsanspruchs, die ich genannt habe, Veränderung der natürlichen Abflussverhältnisse.
Da geht es also um die Veränderung von Uferbefestigungen, das ist in Paragraph 413, dann überhaupt Veränderung von Geländeverhältnissen in der Art, dass das Wasser zwangsläufig nur auf das andere Grundstück ausweichen kann. Wir sprechen dann von unmittelbarer Zuleitung oder aber auch das Verbot des Paragraph 39 WRG, das im Wasserrechtsgesetz geregelt, dass jede willkürliche Veränderung zwischen Ober- und Unterliga verboten ist. Während also der 413, die erste Bestimmung, die gegenüberliegenden Nachbarn regelt, regelt der 39 Ober- und Unterliga. Aber man darf niemals die Abflussverhältnisse verändern. Sie sehen es in Paragraph 39, ist hier willkürliche Veränderung hervorgehoben. Keine Willkür liegt vor, wenn man eine wasserrechtliche Bewilligung, eine baubehördliche Genehmigung oder eine Genehmigung hat, wodurch also diese Veränderung auch gerechtfertigt ist. Da gibt es also diesen Fall, den ich schon angesprochen habe. Sie sehen hier Kläger und Beklagter. Beide sind gegenüberliegende Fluss. Nachbarn und der Beklagte fühlt sich also durch die Hochwässer der vergangenen Jahre beeinträchtigt und befestigt sich. Er macht also eine Befestigung. Und dadurch kommt es also auf der Gegenseite beim Kläger zu Ausschwemmungen. Dieses andere Ufer wird also durch Ausschwemmungen beeinträchtigt. Und er begehrt also die Unterlassung und im Endeffekt bekäme er Recht, wenn da nicht ein kleines Beweisproblem ist. Ich komme gleich dazu. Paragraph 413 lautet, jeder Grundbesitzer ist befugt, sein Ufer gegen das Ausreißen des Flusses zu befestigen. So, das klingt schon einmal gut. Aber das Ganze ist ein bisschen, ich sage es einmal, eigenartig formuliert. Warum? Es stammt aus 1811. Und wir feiern heuer 200 Jahre ABGB. Und Sie sehen es also, diese Problematik, die gibt es schon 200 Jahre. Allein niemand darf solche Werke und Pflanzungen anlegen, die den ordentlichen Lauf des Flusses verändern oder der Schifffahrt, den Mühlen, der Fischerei oder anderen fremden Rechten nachteilig sein können. Überhaupt können ähnliche Anlagen nur mit Erlaubnis der politischen Behörde gemacht werden. Das heißt also, Nachteilige, man darf sich befestigen, man darf sich schützen, aber man darf dabei keine nachteiligen Veränderungen durchführen. In unserem Fall war also war ein Beweisproblem, denn derjenige, der den Uferbefestiger auf Unterlassung in Anspruch nimmt, muss als Klagevoraussetzung beweisen, dass er tatsächlich durch die Schutzvorkehrung der anderen, des gegenüberliegenden Grundnachbarns auch tatsächlich in den Abflussverhältnissen beeinträchtigt ist, also eine Ausschwemmung, einer erhöhten Ausschwemmungsgefahr unterliegt, dass die Regulierungsmaßnahme nachteilig ist und dass das nicht etwa eine natürliche Veränderung des Flusses ist oder sonstige natürliche Veränderungen vorliegen. Das ist also jetzt eine Spielwiese der Sachverständigen, da muss man also quasi einen naturwissenschaftlichen Sachverständigen zu Rate ziehen, warum, wie und wie sich die Auswirkung letztlich am Nachbargrundstück bemerkbar macht. Und daher also hat der Oberste Gerichtshof hier gesagt, das muss erst erhoben werden. Ob der Unterlassungsanspruch hier besteht, kann noch abschließend beurteilt werden. Dann gehen wir zur klassischen Situation. Das ist der Unterlassungsanspruch bei Immissionen. Ich habe schon gesagt, die beiden erst vorhin genannten Unterlassungsansprüche, das sind sogenannte, da geht es um faktische Störungen bzw. Veränderungen in die natürlichen Abflussverhältnisse. Und hier geht es um unwägbare Stoffe, um das Eindringen von unwägbaren Stoffen. Und wenn wir hier, wenn jeden unwägbaren noch so kleinen Staubkörnchen Klagen zuließen, würden wir zu einer Klageflut kommen. Und das hat der Gesetzgeber 1916, diese Bestimmung stammt aus 1916, auch schon gesehen. Und hat gesagt, Immissionen, also unwägbare Stoffe, die sich nur eines Trägermediums bedienen, die kann man nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen untersagen. Und zwar müssen diese eine gewisse Gravidität aufweisen und hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen der Ortsunüblichkeit geschaffen und der wesentlichen Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks. Das heißt also, Immissionen dürfen nicht schon ortsüblich geworden sein. Ich kann mir also in einem Industriegebiet
mich nicht gegen Industrieemissionen beschweren. Es muss sich um eine ortsunübliche Emission immer handeln. Industrieemissionen in einem Industriegebiet wären ortsüblich. Und es muss sich um eine wesentliche Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks handeln. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, also müssen beide gemeinsam vorliegen. Nur dann kann ich als Grundeigentümer auf Unterlassung klagen. Sie sehen es hier bei ortsüblichen oder unwesentlichen Einwirkungen. Wenn also etwas unwesentlich ist, werde ich noch darstellen. Da geht es darum, wie schwer man beeinträchtigt ist. Von einer wesentlichen Beeinträchtigung spricht man, wenn etwas dem Durchschnittsmenschen, und wer der Durchschnittsmensch ist, ist wiederum die große Frage, wenn etwas dem Durchschnittsmenschen beeinträchtigt. Und wir alle denken, wir sind nicht Durchschnitt, aber geschützt ist an sich nur der Durchschnittsmensch im Nachbarrecht. Das heißt also, alles, was sozusagen eine besondere Sensibilität hinausläuft oder auf Krankheit hinausläuft, leider auch auf Alter oder umgekehrt auf besonders geringes Alter, Kindheit, hinausläuft, ist an sich im Rahmen der Wesentlichkeit nicht geschützt. Das heißt also, wir gehen vom sozial verträglichen Durchschnittsmenschen aus. Und besondere Sensibilitäten spielen keine Rolle. Bei ortsunüblichen und unwesentlichen Einwirkungen kann man als Liegenschaftseigentümer gar nichts machen. Man hat auch keine Schadenersatzansprüche. Sowas muss man sozusagen im Leben ertragen. Das ist allgemeines Lebensrisiko. Der Unterlassungsanspruch, ich habe es schon genannt, setzt also eine Einwirkung voraus. Es geht um Abwässer, Rauch, Wärme, Geruch, Geräusch und ähnliche. Hier sind ein paar Beispiele aus der Rechtsprechung. Darunter fällt auch Spritz- und Düngemittel, elektrische Wellen, also Mobilfunksender, Wasser, Strahlen, Staub, Sand, Hobelspäne, ja auch Übertragung von gentechnisch veränderten Organismen. Hühner, da ist der Oberste Gerichtshof sehr großzügig, weil die sind an sich nicht unwägbar, aber auch die zählen dazu den Emissionen. Fliegen, Bienen und Ungeziefer. Ungeziefer, das ist ein sehr interessantes Problem, weil Ungeziefer, wenn Sie etwa an Schnecken denken, die immer vom Nachbargrund herübergehen, könnte man ja auch der Ansicht sein, das sind rein natürliche Emissionen. Das ist Natur, auch da kann man nichts dagegen tun. Und bislang wäre das auch in diesem Sinne zu sehen. Es geht da um sozusagen qualifiziertes Ungeziefer, nicht nur Schnecken, sondern also etwas, was sozusagen der Nachbar irgendwie bewusst auch züchtet und anlockt. Natürliche Emissionen kann man nie untersagen. Laub, dann dieses von den Bäumen kann man nicht untersagen, Harz etwa und so weiter. Das ist alles Natur. Von diesen natürlichen Einwirkungen müssen wir das bloße Naturereignis, also natürliche Einwirkungen, ein bloßes Naturereignis sind sozusagen höhere Gewalt, fallen unter das Zufallsrisiko und können nicht untersagt werden. Aber es besteht dann doch ein gewisses Abgrenzungsproblem, nämlich es gibt auch die Situation, dass der Nachbar den Eintritt von Naturgewalten durch menschliches Verhalten erhöht. Wenn Sie die allerdeutlichste und klassischste Situation ist die Beseitigung des Deckungsschutzes beim Wald. Da wäre sozusagen ganz klar, jemand setzt einen anderen Grundeigentümer der erhöhten Wahrscheinlichkeit von Störungen aus, indem er dem Wald den Deckungsschutz nimmt. Das heißt also, man muss immer schauen, ist das bloßes Naturwirken mit der Folge, da bestehen keine Ansprüche, oder ist das eine Einwirkung von einer Naturgewalt, die auf eine menschliche Risikoerhöhung zurückzuführen ist. Dann kann ich mich wieder zur Wehr setzen. Nun, weil wir gerade bei den natürlichen Emissionen sind, zu den natürlichen Emissionen gehört ja auch Licht. Ja? Jeder würde also sagen, wenn einem Licht blendet, dann ist man zwar geblendet, aber würde das noch nicht als Ansatz einer gerichtlichen Klage sehen. Dennoch, auch hier ein Beispiel aus der jüngeren Judikatur.
Hier in diesem Fall ging es darum, dass Lichtreflexionen vom Dach des gegenüberliegenden Grundstücks, Hauses ausgingen. Jemand hat also ein Dach und die modernen Architektur, da kann man das sich schon vorstellen, dass es zu solchen Situationen kommt, dass eben dieses Dach so ist, dass das Licht genau in das Wohnhaus des anderen reflektiert wird. Würde man auch sagen, das Licht kommt von der Sonne, da kann man nichts dagegen tun. Dennoch, also unser Kläger hat es aber trotzdem versucht, war gut beraten durch seinen Anwalt, hat also Unterlassung der vom Dach des Einfamilienhauses ausgehenden Lichtreflexionen und Spiegelungen, die das ortsübliche und zumutbare Ausmaß überschreiten. Das ist immer die Voraussetzung bei Immissionen. Ich brauche immer die Voraussetzung der Ortsunüblichkeit und der Wesentlichkeit. Und das hat also behauptet, dass hier die ortsübliche, das ortsübliche Ausmaß und die, das zumutbare Ausmaß überschritten wird und die ortsübliche Benutzung der Wohnung wesentlich beeinträchtigt ist. Der oberste Gerichtshof hat gesagt, ja, an sich hast du schon recht. Natürliches Licht kann man auch abwehren, aber in dem Fall kannst du dir selbst helfen. Kauf dir Jalousien. Das heißt also, hier sagt der oberste Gerichtshof, wenn geeignete Vorkehrungen getroffen werden können durch Sonnenschutz oder Jalousien, dann kann man nicht klagen. Es gibt aber eine Reihe von Vorentscheidungen, die sich mit technischem Licht beschäftigen und wo die Kläger tatsächlich recht bekommen haben. Halogenscheinwerfer, etwa von Fußballplätzen, die in der Nacht auch offen auch angeschalten sind, eingeschaltet sind. Beleuchtungskörper einer Wohnhausanlage. Also es ist ja sehr schön, eine Skyline zu haben in der Nacht, aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die sich dadurch beeinträchtigt fühlen und an sich in diesen Fällen hat der oberste Gerichtshof also Flutlichtanlage eines Sportplatzes, hier tatsächlich diesen Unterlassungsklagen auch stattgegeben. Das heißt aber, in der gegenständlichen, die gegenständliche Entscheidung, die ich referiert habe, war deshalb besonders, weil es sich nicht um künstliches, sondern um natürliches, aber reflektiertes Licht gehandelt hat. Und der oberste Gerichtshof hat ausdrücklich gesagt, es ist unerheblich, ob eine Immission von künstlichem Licht oder von natürlichem Licht ausgeht, wenn es an Gegenständen, nämlich zu künstlichem Licht wird, weil es reflektiert wird. Und der oberste Gerichtshof hat also hier auch wiederum gesagt, maßgeblich für die Wesentlichkeit der Beeinträchtigung, hat gesagt, kauf der Jalousien. Und du bist wahrscheinlich besonders sonnenempfindlich, denn maßgeblich für die wesentliche Beeinträchtigung ist das Empfinden eines Durchschnittsmenschen, der sich in der Lage des Betroffenen befindet. Für den Betroffenen ist es aber jetzt wahrscheinlich auch nicht schön, wenn er immer, wenn draußen die Sonne scheint, also vor den Jalousien sitzen muss. Das muss man dann auch sehen, aber subjektive Empfindlichkeit sei unerheblich. Also Jalousien müssen angeschafft werden, so der Tenor. Dann die nächste Entscheidung ist auch ein Unterlassungsanspruch bei Immissionen. Und zwar geht es da um ein ähnlich modernes Phänomen, nämlich um Schwingungen. Wir von Schwingungen wissen wir ja medizinisch noch relativ wenig, außer dass es umstritten ist, ob sie gefährlich sind, nicht gefährlich sind und dass es sie gibt und so weiter. Hier geht es um jemanden, der sich durch Schwingungen beeinträchtigt fühlt, eine individuelle Empfindlichkeit fühlt, und zwar von Schwingungen, die von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgehen. Also auch ein modernes Ding, was wir ja an sich unter dem Titel erneuerbare Energien auch jederzeit und forcieren würden und begrüßen würden. Aber es gibt auch hier sozusagen offensichtlich individuelle Empfindlichkeiten dagegen. Das Ganze nennt sich dann Sick-Building-Syndrom und man findet das auch im Wikipedia als Krankheit. Ich kann es nur so wiedergeben. Ob es dann tatsächlich eine Krankheit ist, um das streiten sich die Mediziner, das ist auch in diesem Fall so gewesen. Da gab es dann auch unterschiedliche Sachverständigengutachten zu der Frage, wie krank ist der jetzt wirklich durch Schwingungen. Hier geht's also, jemand stellt eine Luftwärmepumpe auf, das Ganze 4 bis 5 Meter vom Haus des Klägers. Dort steigt der Lärmpegel auf 23 bis 24 Dezibel beim Betrieb der Pumpe an.
Das ist nicht viel. 23, 24 Dezibel, wir würden sagen, so ein so glückliche Verhältnisse sozusagen. Aber wie gesagt, es geht eben nicht um den Lärm, sondern um die Schwingungen. Dazu kommt noch, dass diese Luft-Wasser-Wärmepumpe auch die Grenzwertvorschriften einhält. Das heißt also, diese Pumpe, da gibt es Vorschriften dazu, erfüllt diese Grenzwertvorschriften. Was sagt also jetzt der oberste Gerichtshof? Sie sehen es schon, in diesem Fall, niemand weiß so recht, ob Schwingungen gefährlich sind. Sie alle würden sagen, wenn sie gefragt werden auf der Straße, naja, das weiß man nicht, das muss man die Mediziner fragen. Aber die Mediziner würden auch fragen, naja, weiß man so nicht genau. Oder ja, wenn sie es zugeben. Das heißt also, hier kommt es ganz entscheidend darauf an, wer die Beweislast, wer beweisbelastet mit diesen Klagevoraussetzungen ist. Denn wenn wir also hier gehört haben, dass bei Immissionen die Ortsüblichkeit und die Wesentlichkeit Voraussetzungen für die Klage sind. Es muss sich um eine ortsunübliche Immission handeln und sie muss mich wesentlich beeinträchtigen. Wenn es sich also um eine ortsunübliche Immission handelt, gut, da wird man sagen können, diese Wärmepumpe gibt es noch nicht so lang. Das ist noch nicht ortsüblich. Aber die Frage ist, es muss sich auch um eine wesentliche Immission, um eine wesentliche Beeinträchtigung handeln. Ich muss also wesentlich beeinträchtigt sein. Und das sei also, ist die Frage, wer muss diese Beeinträchtigung beweisen? Und jetzt geht es also darum, um die Beweislast für die Unterlassungsklage. Und der oberste Gerichtshof sagt, in einem Teil der Entscheidungen, der Kläger, also derjenige, der sich gestört fühlt, muss nur sein Eigentum beweisen, ich bin Eigentümer, und den Eingriff, du machst etwas, Schwingungen kommen auf mein Grundstück, den Eingriff. Der Beklagte, der also was tut, muss dagegen beweisen, dass sein Eingriff nicht ortsunüblich und nicht wesentlich, also ortsüblich und unwesentlich ist. Der Beklagte muss beweisen, dass sein Eingriff ortsüblich und unwesentlich ist. Also er muss genau das Gegenteil beweisen. Und wenn man das so sieht, also der muss sagen, ist eh alles ortsüblich, was ich tue, oder ist eh unwesentlich, was ich da mache. Ja? Und wenn man das also so sieht, würde in diesem Fall der Kläger gewinnen. Warum? Der Beklagte müsste beweisen, dass das, was er tut, unwesentliche Auswirkungen hat, ortsüblich ist. Und das kann er aber nicht, weil niemand weiß es, wie die Schwingungen reagieren bzw. ausgehen auf den menschlichen Organismus. Und daher hat der oberste Gerichtshof diese Rechtsprechung in dem Fall nicht angewandt. Also nicht der Beklagte muss den Entlastungsbeweis führen, dass der Eingriff die vom Gesetz gezogenen Schranken nicht überschreitet, sondern er hat gesagt, du Kläger musst beweisen, dass du wesentlich beeinträchtigt bist. Und natürlich, jetzt trifft das Non-Liquid, also das Nichtwissen, den Kläger. Wenn der Kläger nicht nachweisen kann, ich bin wesentlich beeinträchtigt, dann verliert er die Klage. Und genau das war das Problem in diesem Fall. Es geht also hier bei dem Restrisikomaterien um eine Beweislastsituation. Wer ist beweisbelastet für die Frage der Wesentlichkeit der Beeinträchtigung bzw. der Ortsüblichkeit bzw. Ortsunüblichkeit einer Störung? Wenn ich also quasi als Kläger nachweisen muss, die Beeinträchtigung ist wesentlich und sie ist ortsunüblich, bin ich in der schlechteren Situation, als wenn ich sage, ich klage dich und du Beklagter musst dich damit entlasten, dass deine Immission unwesentlich ist, beziehungsweise dass sie ortsentlasten, dass die Immission ortsüblich ist. Ja? Das heißt also, hier haben wir also ein Problem und der oberste Gerichtshof hat also hier diesen Fall noch nicht endgültig entschieden. Letztlich kann man sagen, Restrisikomaterien sind in der Rechtsordnung, haben keinen guten Stand. Die Situation sehen wir ja bei elektromagnetischen Wellen auch. Niemand weiß, was damit ist, aber nachdem sozusagen der Kläger beweisen müsste, was Sache ist, ob die jetzt wesentlich beeinträchtigen oder nicht, sind die bislang noch keine Klagen positiv entschieden worden. Da könnte man jetzt überlegen,
Wir alle sprechen ja im Umweltrecht vom Vorsorgeprinzip. Wir müssen uns schützen gegen das und wir müssen weiterdenken und wir müssen für zukünftige Generationen sogar noch mitdenken. Das heißt also vorsorgen. Und man könnte also jetzt in der Rechtswissenschaft so weit gehen, dass man sagt, da diese Rechtsprechung ist verfassungsrechtlich bedenklich, denn wir müssen also solche unbestimmten Gesetzesbegriffe wie die Ortsüblichkeit oder die Wesentlichkeit anhand des Verfassungsrechts, des Vorsorgeprinzips interpretieren. Und dieses Vorsorgeprinzip würde uns dann tatsächlich zu einer Beweislastumkehr führen, also zu genau gegen zu, für den Kläger günstigen Situation, dass er nur den Eingriff und die, das Eigentum beweisen müsste und sich der andere damit entlasten müsste, dass er also die vom Gesetz gezogenen Schranken überschritten hätte. Das heißt also, und der Oberste Gerichtshof sagt auch wieder, die Wesentlichkeit bestimmt sich an, am Durchschnittsmenschen. Das heißt also, in gesundheitlichen Belangen müsse man auf den Durchschnittsmenschen abstellen. Das kritisiere ich, das kritisieren andere. Das heißt also, hier wurden sogar im Sachverständigengutachten Aufweckreaktionen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen tatsächlich festgestellt, aber dennoch hat der Sachverständige für Neurologie und Psychologie gesagt, das ist keine gesundheitliche Beeinträchtigung, was der hat. Ja, das heißt also, wenn wir also zum Ergebnis kommen, ein ungelöstes Problem, das uns in der Wissenschaft nach wie vor beschäftigen wird, die sogenannten Restrisikomaterien. Wir kommen also jetzt zur Situation des Schadenersatzanspruches. Und diese Situation des Schadenersatzanspruches nennt sich Eingriffshaftung. Wir gehen also jetzt weg vom vorbeugenden Schutz. Was tun, damit ich nicht gestört werde? Was tun, damit ich nicht geschädigt werde? Und kommen zur Situation, ich bin geschädigt. Ich habe einen Schaden erlitten. Und auch hier kann ich Schadenersatz bei Immissionen nur begehren, wenn ich eine ortsunübliche und wesentliche Beeinträchtigung geltend machen kann. Und zwar diese ortsunübliche und wesentliche Beeinträchtigung muss von einer sogenannten behördlich genehmigten Anlage ausgehen. Damit also eine behördlich genehmigte Anlage ausgeht, hat das Recht ein gewisses Vorverständnis. Behördlich genehmigt würde im Sinne einer laienhaften Terminologie auf irgendeine behördliche Genehmigung abstellen. Behördlich genehmigt ist aber im Sinne der Rechtsmaterie nicht jede behördliche Genehmigung, sondern nur eine behördliche Genehmigung, bei der auch eine immissionsbezogene Parteistellung bestand und eingeräumt wurde. Es muss also hier dem betroffenen Nachbarn ein Recht auf Gehör durch Parteistellung gewährt worden sein. Nur dann, sozusagen, nur dann bin ich verpflichtet, solche Einwirkungen, die ich untersagen könnte, sie sind ja ortsunüblich und wesentlich, aber sie gehen von einer behördlich genehmigten Anlage aus, das heißt einmal, ich bin einmal gefragt worden im öffentlichen Recht, dann kann ich sie nicht mehr untersagen, sondern dann muss ich sie dulden. Das heißt also, und da kann man jetzt sagen, diese Situation ist also bei Anlagen gegeben, bei denen ein gewisses öffentliches Interesse auch gegeben ist. Baubehördliche Genehmigungen und Emissionen, die von baubehördlichen Veranstaltungen ausgehen, also baubehördlich genehmigten Veranstaltungen ausgehen, die kann man immer untersagen. Behördliche Genehmigung im Sinne des Zivilrechts meint nur solche, bei denen auch ein öffentliches Interesse vorliegt. Das lässt sich historisch nachweisen. Das würde jetzt zu weit führen. Es geht im Wesentlichen um Industrieanlagen. Es geht aber auch um, das haben wir jetzt in der nächsten Entscheidung, Straßen, Flugplätze, Eisenbahnanlagen, aber auch Sendemasten, wo sich die Frage stellt, was tun, wenn Emissionen von einer Straße ausgehen, von Flugplätzen ausgehen, von Eisenbahnanlagen ausgehen, von Sendeanlagen ausgehen und oder ich sogar gestört oder nicht nur gestört, sondern sogar geschädigt bin durch die Emissionen von diesen Anlagen. Das heißt also, wenn eine solche Anlage vorliegt, eine sogenannte Anlage, an der ein erhöhtes volkswirtschaftliches Interesse besteht, dann komme ich mit meiner Abwehrklage, mit meinem präventiven Rechtsschutz in der Regel, ich sage einmal in der Regel, es gibt schon Ausnahmen, nicht recht weit. Die Unterlassungsklage hat dann keinen
Sinn hier steht groß Duldungspflicht. Das heißt also, bei solchen Anlagen bin ich zur Duldung verpflichtet. Warum ist das so? Weil der Gesetzgeber sagt, du hast ja schon Recht auf Gehör gehabt, du hast bei der Erteilung der öffentlich-rechtlichen Bewilligung Parteistellung gehabt. Wenn man das so erklären kann, das ist auch gerecht, daher hast du dein Recht auf Gehör gehabt, daher bist du im Zivilrecht um deine Unterlassungsklage beschnitten und auf eine Duldungspflicht und auf Schadenersatz reduziert. Das macht aber sehr wohl einen Unterschied, wenn Sie etwa an Emissionen von Flugplätzen denken, wo es also um Lärm, massive Lärmbelästigung geht. Bei Eisenbahnanlagen, auch da haben wir einen Fall, da geht es um Pfeifsignale, auch die können stören in der jüngeren Literatur. Es geht natürlich um den Schienenlärm generell, aber hier im aktuellen Fall ging es um Pfeifanlagen. Oder um Straßen, wo es um den Lärm von Autos geht. Nicht? Da kann man sich an sich nicht zur Wehr setzen. Das heißt, und das war eine jüngste Entscheidung, betraf einen Hubschrauberlandeplatz. Hubschrauberlandeplatz, das kann sich jeder vorstellen, ist laut. Dieser Hubschrauberlandeplatz befand sich auf dem Dach eines Krankenhauses, kann man sich auch vorstellen. Dieses Krankenhaus wiederum befand sich in Tirol und versorgte verunglückte Skifahrer für die Erstversorgung. Würden wir sagen, okay, das ist ein öffentliches Interesse, verunglückte Skifahrer müssen ja wohl erst versorgt werden, aber dennoch, die Nachbarn fühlen sich durch den Hubschrauberlandeplatz am Dach gestört. Und das ist nicht nur gestört, sondern sie haben Depressionen. Der Kläger bringt sogar vor, dass sein Erblinden auf die Lärmbelastung durch den Hubschrauberlandeplatz zurückzuführen ist. Also das ist nicht nichts zumindest. Und er begehrt also Schmerzensgeld, Pauschalkosten, Unkosten und außerdem noch die Unterlassung. Und jetzt kommt es also darauf an, er stützt sich auf Nachbarrecht. Die Frage in diesem Fall, die der Oberste Gerichtshof zu klären hatte, kann man einen Hubschrauberlandeplatz, der noch dazu der Erstversorgung von Verunglückten dient, auf Unterlassung in Anspruch nehmen? Grundsätzlich, weil eben das laut ist. Nicht? Laut wird das ist und leuchtet uns ein. Grundsätzlich muss man also unterscheiden, wenn Flugzeuge über das Grundstück fliegen, das sehen wir ja auch oft, ist das lästig, nicht? Am schönsten Nachmittag fliegen die drüber, da kann man aber nichts dagegen tun. Da gibt es im Luftfahrtsgesetz eine Legalservitut, das Überfliegen durch Luftfahrzeuge und Luftfahrtsgeräte muss jeder Eigentümer dulden. Dann ist die Frage, ob man die Emissionen, die durch das Starten und Landen entstehen, dulden muss. Das ist was anderes als das Überfliegen. Überfliegen, ja, aber Starten und Landen, sagt der Oberste Gerichtshof, da gilt Nachbarrecht. Und ob ich hier dulden muss und allenfalls eine Entschädigung bekomme oder mich zivilrechtlich auch zur Wehr setzen kann mit Unterlassungsanspruch, hängt ausschließlich davon ab, ob ich Parteistellung hatte in diesem Hubschrauberlandeplatzverfahren. In diesem Genehmigungsverfahren. In caso ist das eins noch Luftfahrtsgesetz, noch LFG. Und haben aber die wenigsten noch Luftfahrtsgesetz, hat so gut wie niemand Parteistellung, kann man gleich sagen. Das heißt also, der Oberste Gerichtshof hat gesagt, ihr könnt hier den Rettungshubschrauberlandeplatz auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Hat aber dann eine Einschränkung gemacht. Jetzt müssen wir noch prüfen, wenn ihr eine Unterlassungsklage besteht, weil ihr keine Parteistellung hattet, dann müssen wir noch prüfen, ob Wesentlichkeit gegeben ist, ob eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt. Da haben wir wieder den Durchschnittsmenschen, der normal empfindende Durchschnittsmensch, ob der durch diese Emissionen gestört wird. Da war es schon ein bisschen lauter. Wir haben da sogar 57 Dezibel, also der normal empfindende Durchschnittsmensch, da würde man schon sagen, ja, also das würde auch den normal empfindenden, sozialverträglichen Durchschnittsmenschen stören, der einsieht, dass verunglückte Skifahrer auch versorgt werden. Aber diese Rettungsflüge waren doch fünfmal am Tag, also das ist fast rund um die Uhr. Und das heißt also, da würde man schon sagen, okay, das ist eine wesentliche Beeinträchtigung. Aber diese Beeinträchtigung muss auch ortsüblich sein. Und da sagt jetzt der Oberste Gerichtshof was ganz Interessantes und das ist auch neu. Und zwar sagt er wie folgt, jetzt müssen wir also behandeln und uns fragen, ist dieser Hubschrauberlandeplatz, der sich neben dem Grund des Klägers befindet, ortsüblich? Würde man als erstes fragen, wie lange gibt es den? Da sagt man grundsätzlich wird etwas ortsüblich binnen 30 Jahren.
Der oberste Gerichtshof hat aber auch schon jüngere, kürzere Fristen zugelassen. Aber in dieser Entscheidung geht er doch einen ganz neuen Schritt und sagt, bei der Frage, ob etwas ortsüblich ist, müssen wir uns nicht die Situation anschauen, so wie sie jetzt ist, sondern alles mitbedenken, was noch sein könnte. Und bei einem solchen Rettungshubschrauberplatz, der sich auf so einem kleinen, mickrigen Hubschrauberlandeplatz entwickelt hat und der dann zu einem großen Landeplatz geworden ist, wo 5-mal am Tag Rettungsflüge durchführen, da müssen wir also auch, da ist ein Entwicklungspotenzial schon von vornherein gegeben gewesen. Und daher müssen wir sagen, war dieser Hubschrauberlandeplatz mit seinen 5 großen, mit seinen großen Landeplätzen und so, wie er sich jetzt in dieser Gestalt bietet, schon immer ortsüblich. Also irgendwie ganz was Eigenartiges, wenn man das vordenkt. Man muss also immer vordenken. Ortsüblichkeit ist nicht statisch zu verstehen, sondern im Sinne des angelegten Entwicklungspotenzials. Wir alle wissen, die Verhältnisse bleiben nicht so, wie sie sind. Das ist so quasi der Sukkus. Das ist jedem normal empfindenden Menschen auch bewusst, dass die Verhältnisse nicht so bleiben, sondern da kann noch etwas kommen und dieses Entwicklungspotenzial müsse man also mitbedenken. Sie sehen es, das ist keine gute Entwicklung. Das ist eigentlich nachteilig für die Betroffenen. Wenn man also im Nachhinein zu hören bekommt, ihr hättet es eh schon wissen müssen, ihr hättet ja schon früher aktiv werden müssen. Und das ist also hier von mir auch mit äußerster Vorsicht, ich habe da ein Rufzeichen dazu gemacht, die Ortsüblichkeit ist nicht nur statisch zu sehen, sondern unter Berücksichtigung des angelegten Potenzials. Damit kommt es zu einer antizipierten Vorwegnahme von Entwicklungen bei Anlagen über das Kriterium der Ortsüblichkeit. Und was ist die Folge? Wenn etwas ortsüblich ist, wir haben es ja heute schon gehört, dann haben wir keine Unterlassungsansprüche. Dann haben wir eigentlich gar nichts, dann haben wir auch keine Schadenersatzansprüche. Dann ist die Situation gelaufen. Das heißt also, diese Rechtsprechung ist mit äußerster Vorsicht zu sehen. Ich habe sie auch glossiert und kritisiert und in der Lehre wird sie auch kritisiert. Man muss also jetzt schauen, ob das dabei bleibt. Aber warum hat der Oberste Gerichtshof das sagen müssen? Was wäre denn jetzt die Folge? Die Folge wäre, wenn er jetzt sagt, bei Anlagen, bei gemeinwichtigen Anlagen muss Parteistellung bestehen. Und das hat er jetzt sehr deutlich ausgesprochen, wäre die Folge, dass man Straßen, Hubschrauberlandeplätze, ja Flugplätze, ja auch Eisenbahnanlagen untersagen kann, weil die Nachbarn wurden dort, das waren alles ältere Verfahren, nach älteren Gesetzeslagen, nicht nach modernen Gesetzen. Modernes Gesetz wäre das UVP-Gesetz, wo die Nachbarn auch gefragt werden, das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Aber nach älterem Eisenbahngesetz, nach Luftfahrtsgesetz wurde niemand gefragt. Da wurde der Flugplatz gebaut, da wurde die Eisenbahn gebaut. Und da wäre also jetzt die Folge, dass man hier einfach unter Anführungszeichen, aber doch als Nachbar sich zur Wehr setzen kann. Und das war dann doch nicht so, den Höchstgerichten doch nicht so wohl dabei bei dieser Aussage. Deshalb hat man versucht es jetzt quasi über die Ortsüblichkeit ein bisschen zu entdramatisieren und indem man sagt also, man muss auch mitbedenken, was noch sein könnte und nicht nur was momentan ist. Heißt also, dass man schneller zu einer Ortsüblichkeit kommt, dass man schneller zum Kriterium kommt und damit also um Unterlassungsansprüche gebracht wird. Hier haben Sie also eine Kritik von mir, insbesondere auch an das Entwicklungspotenzial. Ich muss aber leider ein bisschen antauchen, weil sonst die Zeit zu knapp wird. Die nächste Entscheidung ist die Entscheidung der Eisenbahnanlage. Da geht es um Pfeifsignal. Ich habe schon gesagt, auch Eisenbahnanlage können wir sagen, haben die wenigsten bei älteren Parteistellung. Und hier fühlt sich ein Lebensgefährte durch Pfeifsignale gestört. Und der Oberste Gerichtshof hat hier gesagt, der Lebensgefährte ist nicht aktiv legitimiert. Du Lebensgefährte hast ein bloß, du bist keine Familie, du hast ein bloß familienrechtsnahes Wohnrecht. Du könntest dich nur dann gegen Immissionen zur Wehr setzen, wenn du einen Mietvertrag mit deinem Lebenspartner geschlossen hast, also mit deinem anderen Lebensgefährten geschlossen hast. Und dann schauen wir das wiederum näher an. Also bloße Lebensgefährten sind nicht
aktiv legitimiert. Ehegatten sind dagegen aktiv legitimiert und auch die eingetragene Partnerschaft bei homosexuellen Gefährten wird aktiv legitimiert sein, also auch die eingetragenen Partner sind aktiv legitimiert, also aber die bloßen Lebensgefährten ohne irgendeinen formalen Akt, die haben keine Passivlegitimation. Ist also nicht geglückt, diese Klage. Dann die nächste Situation, auf die ich noch eingehen möchte, ist die Gefährdungshaftung. Also die dritte Voraussetzung, die wir gesagt haben, die dritte Möglichkeit, dass es zu einer Schadenersatz, also die zweite Möglichkeit, dass es zu einer Schadenersatzhaftung kommt, insgesamt die dritte Möglichkeit, die wir kennengelernt haben, uns zur Wehr zu setzen, erstens Unterlassungsklage, zweitens die Eingriffshaftung bei behördlich genehmigten Anlagen und jetzt kommen wir zur Gefährdungshaftung. Da ist vieles, was also gefährlich ist. Und die Frage in dieser Richtung, mit der sich also jetzt die immer noch die Lehre, aber auch die Rechtsprechung beschäftigt, ist, welche Voraussetzungen hat denn eine solche Gefährdungshaftung? Sie steht nämlich nicht im Gesetz. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Sie wird nämlich durch Analogie gebildet und sie ist also intra-jus, aber extra-legem, also außerhalb des Gesetzes, aber innerhalb des Rechts. Und das Ganze funktioniert über eine Analogie, das heißt also, wir nehmen eine ähnliche Norm, ziehen eine ähnliche Norm heran, versuchen eine Wertungsähnlichkeit zu ziehen, wenn wir also es mit einer sogenannten planwidrigen Lücke zu tun haben. Und diese Gefährdungshaftung wird durch Analogie zu § 364a gebildet und da stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen sie hat. Ich möchte also hier angesichts der fortgeschrittenen Zeit auf ein Beispiel in der Judikatur gleich kommen. Und zwar ist das, die Beispiele sind etwa die nächste Entscheidung, da ging es um eine Baggerschaufel. Aber es geht nicht nur um dieser Fall, es steht stellvertretend für alles, was im Nachbarschaftsbereich passiert und gefährlich ist. Etwa Veränderungen des Grundwasserspiegels oder sonstige Tätigkeiten, bei denen ein Grundeigentümer den anderen stört. Worum ging es da? Bei dieser Entscheidung nimmt ein Grundeigentümer Baggerarbeiten auf seinem Grundstück vor. Und der andere Grundeigentümer hat an der Grenzmauer Gegenstände gelagert, wie man es heute so macht, möglichst an der Grenze und dort also, was man nicht mehr braucht. Das ist vielleicht so, dass man es auch nicht sieht. Also es schaut nicht schön aus. Optisch also wir würden es Sauhaufen bezeichnen. Das heißt also, der eine hat Unrat an der Grenze gelagert und der andere tut auf seinem Grundstück baggern. Und weil er immer schon etwas gegen diesen Unrat am Nachbargrund gehabt hat, hat er sich auch gleichzeitig versichert, hat also gebaggert und hat sich gleichzeitig auch bei der Baubehörde versichert, dass wenn er zufällig die Nachbarmauer treffen sollte mit dem Bagger und zufällig diese Holzschupfenflugdächer aus Holz dabei zerstört würden, also alles, was so grauslich ist, dass da auch keinerlei Baugenehmigung mehr erteilt wird. Und der Bürgermeister hat ihm das bestätigt und es kam also so, wie es kommen musste. Der Bagger hat sich an den Holzschupfen und Flugdächern vergriffen und hat also die abgerissen. Und jetzt sagt sich da, das kann nicht sein. Ich möchte also ich bin beschädigt an meinem Eigentum und begehre also Schadenersatz. Und das heißt also, der oberste Gerichtshof, dieser Schadenersatzanspruch besteht ganz deutlich zu Recht. Warum? Da geht es jetzt um die Voraussetzungen der Gefährdungshaftung. Und diese Voraussetzungen sind also, es muss irgendeine behördliche Bewilligung vorliegen, die durch eine individuelle behördliche Genehmigung geschaffen wird. Ich sag's einmal salopp, unser unordentlicher Nachbar, so nenne ich den mit den Holzschupfen, unser unordentlicher Nachbar kann also vertrauen, dass wenn der andere baggert, eine Baubewilligung hat. Es wird nichts passieren. Das ist die erste Voraussetzung. Das ist einmal sein erster Eindruck. Aha, da geht alles mit rechten Dingen zu. Wir sprechen im Recht von objektiver Sicherheitserwartung. Eine behördliche Bewilligung, die eine objektive Sicherheitserwartung ins Leben ruft. Und aufgrund dieser objektiven Sicherheitserwartung, es wird nichts passieren, eine Genehmigung liegt vor, das ist angezeigt, dieser Bau, oder sogar individuell genehmigt, da kann man sich zurücklehnen.
Wir sprechen im Rechtssinne vom faktischen Entzug der Unterlassungsklage. Es ist eine Sicherheitserwartung gegeben und wir haben keinen Anlass einzuschreiten. Und dann kommt's. Obwohl wir diese Sicherheitserwartung aufgrund einer Genehmigung haben, kommt es dann zu einer gefährlichen Situation, zu einem Übergriff, zu einem Einmalereignis, wie das bei dieser Baggerschaufel war. Und wenn das also wirklich eine gefährliche Anlage ist, gell, wir haben auch schon Fälle gehabt, wo ein Lift jemanden geschädigt hat, da hat das Gerichtshof gesagt, Lifte sind keine gefährlichen Anlagen. Oder beispielsweise Überschwemmungen durch Toilettanlagen, die durchdrehen. Das gibt es, ja, wenn die Klospülung durchdreht. Dann sagt der oberste Gerichtshof auch, Toilettanlagen sind keine gefährlichen Anlagen. Aber Baggerschaufel, die genehmigt sind, wo denen eine genehmigte Bewilligung zugrunde liegt, das sind gefährliche Anlagen und die sind auch bewilligt durch eine Genehmigung. Und daher entsteht ein Sicherheitsvertrauen. Und wenn dieses Sicherheitsvertrauen enttäuscht wird, dann gibt es also Schadenersatzansprüche. Das war also der Fall zur Gefährdungshaftung. Ich möchte noch ganz kurz, wenn es die Zeit erlaubt, zu einem Servitutsfall kommen. Da ging es nämlich um die Frage einer Servitut, und zwar um eine Leitungsservitut. Auch da ist was passiert. Sie kennen die Situation bei Dienstbarkeiten. Gibt es also einen Dienstbarkeitsberechtigten und ein belastetes Grundstück. Und hier in dieser Situation lag folgender Sachverhalt zugrunde. Die Klägerin ist Alleineigentümerin einer Liegenschaft. Die Klägerin, der gehört eine Liegenschaft. Der Beklagte, der gehört die Nachbarliegenschaft. Und auf dieser Nachbarliegenschaft befindet sich ein Servitutsberechtigter. Und der hat ein Kanalrohr vergraben. Das heißt also, man hat ein Grundstück, das ist nicht frei von Belastungen, sondern man hat einen Servitutsberechtigten drüber. Und der Servitutsberechtigte in dem Fall hat eine Leitungsservitut. Sprechen wir davon. Und diese Servitut ist ein Kanal und wie es kommt, wie es kommen musste, der Kanal wird undicht und richtet Feuchtigkeitsschäden am Nachbargrundstück an. Jetzt stellt sich die Frage, ja, wer haftet denn? Hafte ich als Dienstbarkeitsbelasteter oder haftet der Dienstbarkeitsberechtigte? Und auch da hat der Oberste Gerichtshof gesagt in dem Fall, naja, grundsätzlich muss man schon sagen, dass derjenige, der eine Dienstbarkeit auf seinem Grundstück hat, nicht außer obligo ist, wenn etwas passiert, nämlich dem Nachbarn gegenüber. Aber es muss, die Situation muss so sein, dass der Eigentümer von ein effektives und zumutbares Hinderungsrecht in Bezug auf die Emission hat und auch ausüben konnte im konkreten Fall. Wenn also der genau sieht, der Dienstbarkeitsbelastete, okay, das Kanalrohr, das ist schon so schlecht, da wird etwas passieren, das wird platzen, dann muss ich auch eingreifen, dann muss ich auch sagen zu meinem Dienstbarkeitsberechtigten, tu was. Wenn ich aber überrascht werde, dass es also ein plötzliches Ereignis ist, die Leitung platzt, niemand hat das vorhergesehen, die Leitung wird undicht, dann hat der Oberste Gerichtshof hier gesagt, da konnte das der Grundeigentümer des dienenden Grundes nicht vorhersehen und ist daher außer obligo. Das ist aber ganz situationsabhängig. Es gab eine Vorentscheidung, geht es um einen Wanderweg. Da kann man sich das viel besser vorstellen. Wenn Wanderer nämlich über den Wanderweg gehen, das ist eine Dienstbarkeit, da bin ich auch belastet mit einem Wanderweg. Und was machen die Wanderer? Die schmeißen Jausenpapieren auf das Nachbargrundstück. Und da hat der Oberste Gerichtshof gesagt, in dieser Situation muss ich als Eigentümer des belasteten Grundstücks sehr wohl etwas unternehmen, dass mein Nachbargrund nicht dauernd von diesem Unrat, Mist also, belästigt wird. Ich bin also passiv legitimiert für eine Unterlassungsklage, beziehungsweise wenn die Wanderer auch schädigend einwirken, die Wanderer sind ja an sich keine schädigenden Wesen, aber gibt ja auch andere Möglichkeiten, warum ein Schaden entsteht, dann könnte es also auch zu einer Haftung des Grundeigentümers des dienenden Grundes sein, kommen. Also das ist sehr situationsabhängig, kommt darauf an, ob man als Grundeigentümer, wenn man mit einer Servitut belastet ist, auch voraussehen hätte können, eingreifen hätte können, dass etwas passiert und dass der Nachbar auch geschädigt ist. Ja, ich möchte jetzt nicht mehr allzu lange in Anspruch nehmen. Wir sind am Ende des Vortrags. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es Fragen zu den Fällen gibt, die ich hier gebracht habe, stehe ich selbstverständlich noch zur Verfügung.